Hey Leute und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda, Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, ihr seht, ich bin hier schon unterwegs. Ich habe mir nämlich mal einen kleinen Plan gemacht. Wir haben ja in den letzten Folgen, sind wir da durch die Dungeon geirrt und haben versucht da irgendwie mal was zu finden, was uns weiterbringt. Hat irgendwie alles nichts gebracht. Ich habe mir einen Plan gemacht. Einen Plan, wie wir heute hoffentlich ein bisschen Progress machen können und hoffentlich irgendwo mal was finden, wo wir sagen können, yo, jetzt können wir mal an einer Stelle richtig weitermachen. Erstmal habe ich was aus den Kommentaren noch. Und zwar sollen wir hier nochmal kurz reinhüpfen, wo es quasi in diesen einen Dungeon zu Majora's Mask geht. Da sollen wir bitte nochmal alle Fledermäuse wegklatschen. Genau, da gibt es nämlich noch eine Schatzkiste. Und die brauchen wir. Die müssen wir uns noch holen. So. Und das sollte hier eigentlich genau richtig sein. Und ich würde hier auch mal ganz kurz die Zeit langsam machen, bevor wir anfangen. Denn in Majora's Mask gehen wir da auch nochmal rein. Da haben wir auch viele Sachen, die wir noch machen können. Ich habe nämlich mal geguckt. Es gibt in Majora's Mask richtig viele geheimnisvolle Löcher. Also wirklich richtig viele. Löcher, die richtig krass versteckt sind. Und die habe ich mir mal so ein bisschen rausgesucht. Es gibt noch mehr wahrscheinlich. Da muss ich nochmal ran auf jeden Fall. Aber so einen grundlegenden Überblick habe ich mir erstmal verschafft. So, waren das alle? Ne, irgendwo ist noch eine. Hallo? Und du, mein Freund, gehst auch weg. So, Schatzkiste, Leute. Okay, gibt ein Herz. Vielen Dank für die Info nochmal, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. So, da starten wir nämlich erstmal gut rein mit. So, und ich würde sagen, ich mache mich mal eben klein. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mich klein gemacht habe. Bis gleich, Leute. Und da sind wir wieder jung, Leute. Jung und frisch starten wir wieder rein. Und ja, wir haben viele Sachen zu erledigen, ich schwör's euch. Ich hoffe, wir kriegen irgendwo ein geiles Item, was uns jetzt weiterhilft. Das wäre der Hammer. Also es sind so viele Checks, die ich jetzt gesehen habe, die wir machen können. Theoretisch muss da irgendwo was dabei sein. Ich wäre traurig, wenn das jetzt alles lost wäre, ganz ehrlich. So, wir gehen rein in Majora's Mask. Es spielt sich größtenteils alles in Majora's Mask aktuell ab, was wir heute vorhaben. Und zwar, wir gehen erstmal raus, ne? Ich glaube, wir kommen jetzt auch direkt bei den Dekus raus. Das ist perfekt. Denn es gibt hier direkt sehr viele Löcher, die wir gar nicht gefunden haben. Und scheinbar kennt ihr auch keiner von euch, weil ihr habt mich auch nicht darauf hingewiesen. Hier ist direkt ein Loch. What the hell? Und ich kenne das einfach nicht. Okay, cool. Das fängt ja gut an. Scheiße. Einfach direkt Minusrubine. Gegönnt. Schön. Okay, das war schon mal ein Fail. Aber Leute, es geht weiter. Wir haben noch mehr. Pass auf. Achso. Das war jetzt nicht so. Ich hole mir eine Bombe. Und leg hier einfach in die Mitte von dem Baumstumpf die Bombe. Und da gibt es auch ein Loch. Was zur Hölle? Irgendwie alle so Sachen, die habe ich nicht auf dem Schirm. Und wir gehen in Ocarina of Time, Leute. Das ist eine Schatzkiste mit einem Triforce drauf. Komm schon. Die Bergurkunde. Okay, wir kriegen schon mal... Okay. Okay, okay. Warte. Wo ist die Bergurkunde? Hier. Wir haben alle Urkunden. Das ist schon mal sehr geil. Das ist schon mal super geil. Okay, da ist nichts drin. Cool. Bergurkunde. Braucht der Zora. Der Zora ist... Wo ist der? Ist der nicht direkt bei... ist der nicht direkt bei Unruhstadt? War das nicht so? So, hier in dem Loch. Was war da nochmal drinne? Das wollte ich nochmal ganz kurz auschecken. Da ist eine Kuh drinne. Haben wir dieser Kuh schon mal was vorgespielt? Ich probiere mal. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Möglicherweise hat das nämlich auch was Schönes hier. Schade. Haben wir scheinbar schon mal gemacht. Okay. Dann weiter. Weiter im Text. Alter, Leute. Wir werden
heute richtig reinhauen, ich sag's euch. Bam, ba, 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 bam, bam. So, hol, geh weg. Ich will nicht, dass du irgendwas von mir klaust. Ich will mal kurz gucken, weil die Gorman-Brüder, die können ja auch Sachen verkaufen. Und ich will mal gucken, ob da irgendwas Sinnvolles bei rumkommt, wenn ich bei denen jetzt mal kurz anfragen gehe, ne? Vielleicht können wir ja... Ach, die sind gar nicht da. Sind die am dritten Tag nicht mehr da? Okay, dann müssen wir nachher nochmal eine Runde gehen zu denen. Sollten wir uns merken. Okay, Gorman-Brüder, check. Müssen wir später machen. Schade. Du, 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 du. Gut, es geht aber noch weiter, Leute. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen offen. Einerseits, ich glaube, jetzt würde ich gern mal... Genau, jetzt würde ich gern mal zum Bürgermeister gehen. Ich glaube, 9 Uhr macht der auf, oder? Wir haben nämlich im letzten Part noch die Maske bekommen. Die Maske der Liebenden, glaube ich, heißt die. Und da können wir uns auf jeden Fall auch nochmal einen Check abholen. So sieht es nämlich aus. Und ich glaube, der Bürgermeister war hier drinnen. War hier eigentlich noch irgendwas? Da sind nur ein paar dicke Fische. Okay. Und hier oben? Konnte man sich da nicht krasse Rubine holen? Guck mal. Bisschen Kohle auf der Tasche haben ist doch nie schlecht. Falls wir irgendwas kaufen wollen. So, Bürgermeister. Sie ist schon weg. Die diskutieren noch, ne? Jo. So, und da ziehen wir jetzt nämlich mal einfach unsere Maske an, unsere neue. Die Kappelmaske. Und, boah, Alter! Oh, wir fühlen uns erlöst! Oh, toll! Oh, wir sollten aufhören zu streiten! Liebe für alle! Yay! So, das war's schon. Und jetzt kriegen wir noch ein schönes Item. Ja, Defense Upgrade für Majora's Mask. Nehmen wir mit. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig oder bringt uns weiter, aber es ist ein schöner Vorteil. Sagen wir es mal so. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö, hier ist auch nichts weiter los. Okay, dann hätten wir das. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir tatsächlich nochmal zum Deku-Palast. Da haben wir nämlich auch eine Sache, ich würde sagen, nicht vergessen, sondern noch nicht gemacht. Wir waren an der einen Position schon mal, konnten damals in diesem Loch aber nichts machen, weil wir noch nicht unter Wasser atmen konnten. Damals hatten wir, glaube ich, die Sora-Maske noch nicht. Jetzt haben wir sie. Bin ich gerade den richtigen Weg gegangen? Jo, bin ich. So, dementsprechend, ich werde hier jetzt einfach mal reinfläzen. Zack. Und renne als Sora schnell durch. Na, da können wir schön laufen. Ja, das bisschen Giftschaden macht uns nichts. Wir latschen mal schnell durch. Außerdem kriegen wir ja sowieso nur noch halben Schaden. Mega praktisch. Nice. Ist schon ziemlich cool. So, haben wir es auch schon geschafft. Und wir werden mal kurz zum Deku und gehen nochmal eben hier rein. So, ich hoffe, wir haben irgendwelche Punkte. Also wir haben jetzt schon die Urkunde bekommen und extra Defense. Das ist schon mal nice. So, jetzt gehen wir hier den Weg nochmal ab kurz. Ja, bei dem warte ich mal kurz. Los, schneller! Bewegen die sich langsamer, wenn die Zeit langsamer ist? Bestimmt, oder? Nein! Okay, ich bin zu gierig. Ich bin zu gierig, aber ich will es jetzt auch schnell hinter mich bringen. Ich will weiterkommen, Leute. Ich will irgendwas Neues finden. Irgendein Item, was sagt, hier, bam! Das bringt dich weiter. Das katapultiert dich in die nächste Runde. Das haben wir noch nicht. Das brauchen wir irgendwo. Aber ich habe viele Spots, Leute. Ich habe sehr viel, was wir machen können. Also, es ist wirklich so. Oh, war das knapp. Hier nehmen wir einen Zwacken auch mal mit. Zack. Also, irgendwo muss wirklich was dabei sein. Ich wäre super traurig, wenn da nichts dabei ist. Ich habe so viel rausgesucht. Es gibt so viele Möglichkeiten,
für Items, die wir dort finden können. Da muss wirklich irgendwas dabei sein. Das wäre sonst Betrug. So. Meine Güte. Die laufen aber auch langsam. So, das Loch, Leute. Das Loch, da müssen wir rein. Bleibt jetzt wieder stehen. Oh Mann. Komm. Hopp, hopp. So. Rein da. Damals konnte man hier nämlich noch nicht weitermachen. So, und ich denke halt, wir müssen... Ich weiß gar nicht, müssen wir die töten einfach nur? Müssen wir noch irgendwo was runterschießen? So, ich mache mich mal kurz zum Kitty. Denn wir haben ja auch hier so Dinger. Kann sein, dass da auch irgendwie was drin ist. Junge, jetzt geh mal runter. Das hat echt lange gedauert. Oder kriegen wir dafür nichts? Ah, okay, das war ein random Item. Der Rubin war das random Item. Shit. Ey, wir haben aber wirklich wieder nur Pech. Es hätte halt auch was Gutes sein können, ne? Ja, hätte. Hätte Fahrradkette. Shit. Okay, komm, schmeiß mich raus. Schmeiß mich raus, Junge. Gut, was haben wir noch? Jetzt müssen wir erstmal den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Yippie. Da freut man sich. Wie machen wir das am schnellsten? Ich glaube, ich laufe einfach, oder? Schaden ist okay. Ich trinke einen Schluck Kaffee, Leute. Wir müssten theoretisch auch noch einmal in die Berge. Ich glaube, das würde ich jetzt direkt mal machen. Geht das hier? Zack, guck mal, wir rollen einfach. Wir rollen und sind dann viel schneller. Mann, jetzt haben wir so viele Punkte schon abgearbeitet. Und nicht wirklich was, was uns weiterhilft. Also wir haben, ja, wir haben die eine Urkunde bekommen. Aber ob die was uns hilft, das sei erstmal so dahingestellt. Aber cool, dass wir alle Urkunden haben. Das ist, glaube ich, schon viel wert. Okay, wir gehen in die Berge, denn da haben wir auch noch ein verstecktes Loch, was ich noch nicht gemacht habe. Ich glaube, hier lang geht's schneller, oder? Na wohl, wäre egal gewesen. Ob es da oben auf diesen komischen Stein, also auf diesen weißen Spitzen, auch irgendwo noch ein Item gibt? Also ich weiß, da ist halt der Typ, ne, der Musik spielt. Ich glaube, auf die anderen Dinger kommt man gar nicht drauf. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Gut, wir gehen mal schnell in die Berge. Und dann suchen wir mal kurz den Deku in Unruhstadt auf. Und dann haben wir, glaube ich, das, was ich jetzt hier an dem Tag machen würde oder wollte, schon erledigt. Ich glaube schon. Geht doch eigentlich, oder? Aber ich hätte echt gedacht, wir kriegen mehr Punkte zusammen oder wir kriegen bessere Items zusammen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir uns damit so schwer tun. Macht mich ein bisschen traurig. Schade, schade. Okay. Schöne Musik, Leute. Schöne Musik. Wir lieben sie. Ja, da können wir auch nochmal hochklettern. Theoretisch. Ob es jetzt in Gänse was bringt, weiß ich nicht, aber wir könnten es mal versuchen. Würde ich aber eher so als letzte Möglichkeit sehen. So, ich glaube hier, ne? Ist eigentlich ein Loch. Ist halt auch krass, ne? Krass versteckt, ey. Woher soll man das wissen? Nice. Ja, eine Feenquelle. Ist immer gut. Aber ich sehe auch kein Special Item leider. Herzteile, Skulltees. Schade. Okay, wir haben 48, 49 und 50. Heißt, wir könnten uns ein neues... Jo. Wir können uns was Neues abholen. Dann hier haben wir
für Majora's Mask. Und dann haben wir hier noch einen fetten Herzcontainer für... auch Majora's Mask. Okay, wir sind auf jeden Fall eine Ecke stärker geworden. Geld nehmen wir mit. Okay, schön. Ja, Leute, wir könnten jetzt die Skulltees abgeben. Nochmal ein weiterer Pluspunkt, würde ich sagen. Den wir jetzt machen könnten. Und da wir jetzt gerade so komisch platziert sind, würde ich das, glaube ich, auch mal direkt machen. Ja. Ja, ich denke ja. Und zwar, pass auf. Achso, warte. Wir brauchen Nocturne of Shadow. So, genau. Einmal bitte nach Ocarina of Time, dann... Ah, wir müssen erwachsen sein, ne? Ach, das ist jetzt doof. Okay, Leute, ich glaube, ich skippe nochmal kurz, damit ihr das noch mitbekommt. Ne, Part ist ja auch schon wieder fast rum. Ich mache mich mal kurz erwachsen, dann gehen wir ins Skulltee-Haus und dann werden wir wieder klein und gehen zurück nach Majora's Mask. So sieht's aus. Bis gleich. So, da bin ich ja schon wieder als Erwachsener und wir gehen mal kurz ins vermeintliche Skulltee-Haus. Ich habe übrigens nochmal die alten Folgen durchgeschaut und wir waren noch nicht in dem Hexenladen, glaube ich. Ist mir zumindest nicht aufgefallen, dass da irgendwo was war. So, du müsstest das sein, oder? Ne. Ja? Okay. Schlüssel? Schlüssel für den Feuertempel. Okay, wir kommen ein bisschen weiter im Feuertempel, wenn wir wollen. Hm, aber ich glaube, es gibt 8, ne? Weiß ich nicht, ob das so lohnenswert ist. Ja, müssen wir mal gucken. Okay, ich mache mich wieder klein. Bis gleich. So, ich bin wieder jung und wir gehen wieder in Majora's Mask rein. Und ich würde sagen, wir geben dann nochmal schnell die Urkunde vom Berg ab. Und müssten dafür ja nochmal ein Item bekommen, theoretisch. So. Ich glaube, das war jetzt irgendwo in dieser Einkaufspassage. Habe ich irgendwie in Erinnerung, dass dort irgendwo der Deko-Händler war. War das nicht hier sogar? Kann das sein? Ne, hier war das nicht. Aber irgendwo hier, oder? Ich glaube. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass das hier war. Aha. Nee, shit, hier ist nur der. Wo war der Deko-Händler? War der nicht auch irgendwo hier, Leute? Oh, kacke. Irgendwo. Scheiße. Oh Mann, hier wird man verrückt, ganz ehrlich. Aber der war doch auch hier irgendwo. Ich hau mal kurz die 88 Rubine noch rein. Sind wir bei 800. So. Wir müssten eigentlich auch mal auf die 5000 Rubine hochgehen, weil ich glaube, man bekommt da auch nochmal random Items. Hier war es auch nicht. Wo war denn dieser blöde Deku jetzt? Kann doch nicht wahr sein. War der hier drinne? Ach, hier war der Second-Hand-Händler. Die Musik. Die Musik ist so gut. Da waren die Biber drinne. Hier war weiter auch nichts. War das drüben irgendwo? Ich bin irgendwie der Meinung gewesen, der war hier in der Stadt. Oder bin ich jetzt so falsch? Da waren die Liebenden drinne. Was war hier drinne? War der hier drin? Ah, hier ist er. Alles klar. Ja, hochfliegen bringt uns nichts. Aber vielleicht gibt er uns ja an sich was Cooles, ne? Achso, ausrüsten müssten wir es natürlich auch noch. Zack. Hier, guck mal. Juck dich nicht, ne? Zora? Was verkauft er mir? Ich muss als Deko mit dem handeln. Ein Hupo, achso. Nee, danke. Zack. Jetzt aber. Hä? Nimm das! Ah, nee, warte, als Krone, oder?
der macht's. Der macht's. Guck mal hier. Okay, was kriegt man? Bitte gib mir was Gutes, bitte. Jo, ja, der Longshot. Okay, Longshot, Leute, Longshot. Ist für Ocarina of Time, oder? Ich denke schon. Oder haben wir den jetzt hier? Nö. Ocarina of Time Longshot, ja. Hier ist man sich gar nicht mehr sicher in dem Spiel. Okay, cool. Leute, wir haben den Longshot. Wir können ja trotzdem mal kurz hochfliegen, aber ich glaube, da gibt es nichts zu holen. Nicht wirklich. Hier ist ein Rubin. Wir nehmen es einfach mal mit. Ansonsten ist ja nichts weiter hier los. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war doch eine erfolgreiche Folge. Wir haben den Longshot. Okay, wir können jetzt in der Wüste weitermachen. Wir können im Wassertempel weitermachen. Wir können im Wassertempel auch den Boss machen. Oder? Ich glaube ja. Ich glaube, das müsste gehen. Saugeil. Okay, cool. Ja, machen wir das, oder? Ich glaube, ich würde in der Wüste erstmal weitermachen. Da gibt es ja auch ein paar Items, School Tea, etc. pp. Ich glaube, das würde ich machen. Und dann würde ich, glaube ich... Ja, oder? Wir machen dann im Wassertempel erstmal weiter. Da können wir auch nicht so viel machen. Oder wir machen halt hier erstmal weiter. In Ocarina of Majora's Mask noch. I don't know. Ah, wir sehen uns im nächsten Part. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.